Imran ist 2 Jahre älter als Dia. Dia ist 2. Wie alt ist Imran? Also was erfahren wir hier in dieser Aufgabe? Zunächst mal geht es hier um den Imran und der ist eben 2 Jahre älter, 2 Jahre älter als Dia. Dia. Und Dia ist 2 Jahre alt. Wie machen wir das Ganze nun? Jetzt fangen wir einfach mal an mit I. I nehme ich jetzt einfach mal für Imrans Alter. Und da erfahren wir ja in der Aufgabe oben, dass dieses Alter 2 Jahre höher ist als das von Dia. Wenn wir jetzt Dias Alter mal mit einem D bezeichnen, also D steht jetzt einfach für Dia, dann muss ich da eben noch 2 Jahre dazu zählen. Dann habe ich eben Imras Alter. Wenn ich mir das Ganze jetzt mal auf einem Zahlenstrahl vorstelle, also hier geht der Zahlenstrahl los und da habe ich jetzt zum Beispiel Dias Alter, das wäre hier, das ist das Alter von der Dia. Und wenn ich dazu jetzt noch 2 Jahre dazu zähle, das heißt, wenn ich auf dem Zahlenstrahl noch um 2 Jahre nach rechts gehe, also mache ich ein plus 2, dann komme ich eben zu dem Alter von dem Imran raus. Und das ist dann eben hier. Gut, jetzt rechnen wir mal hier weiter. Imrans Alter ist eben Dias Alter. Und Dia, da wissen wir ja, da, die ist 2 Jahre alt, also können wir hier für dieses D jetzt auch gleich eine 2 einsetzen. Ich mache das mal in einer anderen, in der gleichen Farbe. Also, wir wissen ja, dass Dias Alter gleich 2 ist. Das können wir hier auch gleich nochmal hinschreiben. Plus eben nochmal 2. Ja, ich denke, das ist logisch genug. Und jetzt können wir das Ganze eben auch nochmal hinschreiben. Wir sehen also, Imrans Alter ist gleich 2 plus 2 und das ergibt eben 4. Imran ist 4 Jahre alt. Machen wir gleich nochmal eine Aufgabe. Eine Giraffe im Zoo ist dreimal so groß wie Shantanu. Shantanu ist 1,5 Meter groß, also 1 Meter und nochmal einen halben Meter. Wie groß ist die Giraffe? Schauen wir uns nochmal an, welche Informationen da gegeben sind. Wir sehen also, dass die Giraffe im Zoo, dass die dreimal so groß ist, dreimal so groß wie der Shantanu. Shantanu. Beim Shantanu ist noch angegeben, dass er eben 1,50 Meter groß ist. Jetzt können wir also mal mit der Giraffe anfangen. G steht also für die Giraffe. Und die Größe von der Giraffe ist eben dreimal so viel. Dreimal, also nicht 3 Meter größer als der Shantanu, sondern dreimal so groß wie eben der Shantanu. Also dreimal SS steht dann für Shantanu. Wenn ich mir jetzt mal die Giraffe male, ich probiere das mal hier, ich kann also wirklich nicht gut Giraffen malen. Also das hier ist der Kopf von der Giraffe, jetzt kommt hier der lange, lange Hals, der Körper und die langen Beine. Okay, vielleicht malen wir da noch ein paar Pünktchen rein. Die haben ja überall solche Punkte. Also ist jedenfalls die Giraffe. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, das hier ist jetzt eben die Höhe von der Giraffe. Und die ist eben dreimal, zweimal, einmal so groß wie der Shantanu. Und der Shantanu, der wäre jetzt sozusagen hier. Hier ist der Shantanu. Dieses Männchen. Und wir wissen eben, dass der 1,5 Meter groß ist. So, das ist also diese Größe hier ist 1,5 Meter, bis hier ist 1,5 und hier wären es eben nochmal 1,5 und hier wären es dann auch nochmal 1,5. Und wenn wir das dann alles zusammenrechnen,
dann ist eben diese ganze Größe von der Giraffe quasi ganz von ganz oben bis 1 bis ganz unten, das ist dann wieder unser G, die Größe der Giraffe, und das wollen wir eben wissen. Und jetzt können wir das hier nochmal hinschreiben. Zweite Zeile, also die Größe der Giraffe ist dreimal so viel wie Shantanu. Und der Shantanu, das ist hier eben angegeben, ist eben 1,5 Meter groß. Und das können wir jetzt auch ausrechnen. Die gleiche Farbe nehmen. Größe der Giraffe ist eben 3 mal 1,5 und das weißt du ja schon, dass das eben 4,5 Meter ist. 2 mal 1,5 wären 3 Meter und 3 mal 1,5 wären eben 4,5 Meter. 4,5 Meter. Wie groß ist die Giraffe? Die Giraffe ist 4,5 Meter groß und das können wir hier eben auch nochmal anzeichnen.